du da Erbsen oder was? Du Erbsen ist auch mit bei. So, haben wir wieder einen coolen Ausflug heute, wa? Geiles Highlight hier so erwischt, wa? Richtig wunderbar, wa? Ela! So werden wir noch ein bisschen verfolgen, wa? So was kommt nie wieder. So was kommt nie wieder. Gut, aber ich denke mal, das reicht jetzt. Nö. Willst du ein Stück Käse? So Leute, ich hoffe, ihr könnt mich ein bisschen hören. Wie gesagt, wir haben heute richtig eine tolle Geschichte hier an Bord. Warum ist denn der mal so aggressiv, ey? So, hier befinden wir uns hier. Ja, das sind so eine Hänger, da kommt das Schneidwerkzeug der Mähdrescher dann halt drauf. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, das geht ziemlich schnell. War Jane? Und jetzt mache ich ein Foto von der Mutter. Mal her, Leute. Jetzt wird da diese Häcksler lenkt, das wird jetzt hier. Hey, das kommt jetzt hier rauf und so und dann ist schön, wa? Einmal frei. Super. Und da ist ein Hund. Ja. Jetzt kommt ein Traktor, der fährt Kurven. Ich habe einen Stein geworfen. Und Jane, du hör mal auf, so rumzuhappeln. Also ich muss wirklich sagen, hat sich echt gelohnt hier der Spaziergang. Wir wurden heute Zeuge eines wirklich spektakulären, was? Ja? Abholzen des Erbsenwaldes. Oh, war ja auch das noch. Tag, Tommy. Leute, und zum Ende des Vlogs präsentiere ich euch nochmal hier diese Mähaktion, die wir da hinten sehen. Also wir wurden wirklich Zeuge eines wirklich großartigen Ausflugs. Hier, das Feld im Allgemeinen wurde abgemäht, da hinten haben sie angefangen. Nun können wir mal ein bisschen gucken, mal, da ist ein Baum, das ist so umgestürzt. Da ich da auch schon eine ganze Weile und es ist windig und ich weiß nicht, ob man mich versteht. Ach, die ziehen die Dinger selber rüber. Guck dir mal das Auto da an, das muss zurück. Okay. Ah, vorher ist er ganz schön schnell gefahren, wa? Das hast du nun davon, Herzkind. So, na los, komm, wir müssen zum Haare schneiden. Soll ich ja schon längst hier aufhören mit dem hier Filmen, aber das wird ja immer interessanter. Da, wie gesagt, der musste zurücksetzen. Ja, Trecker ist mit zwei Hänger gekommen, voll geladen mit Erbsensuppe. So, und da oben kommen die zwei, da kommt der Karlchen und dann kommt der Gustav da angefahren. Justa. Ja, das sind die Zwillinge. Aber das sagt der Ela. Ein Ei. Oh Gott, jetzt reicht mir das. Also Leute, ich weiß ja auch nicht, was hier los ist, aber irgendwie haben wir hier das gebucht, hier das ganze Spiel mit den ganzen Mähdrescher. Und das sind nämlich die Mähdrescher, die wir von aufgenommen haben. Ist ja geil, wa? Also ich denke mal, jetzt können wir das Spiel aber wirklich mal beenden. Ich denke mal, jetzt werden wir es nicht mehr sehen, oder? Was sagt ihr jetzt, Kiddings? Okay, dann bis zum nächsten Mal. Sagt Familie Zizi. Ciao. Okay. Willst du mal sagen?